Hallo, wir haben euch heute wieder eine tolle Figur mitgebracht aus dem europäischen Tango. Und das ist die sogenannte Argentina. Die haben wir benannt nach einem Element aus dem argentinischen Tango. Und das ist der Argentine Close. Das ist so ein, eigentlich, was man im argentinischen Tango als Abschlussschritt kennt. Und spannender als das sind eigentlich die Rhythmen da herum. Und deswegen zeigen wir euch einmal die komplette Figur. Lang, lang, schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Lang, schnell, 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 schnell und schnell, schnell und schnell, schnell, lang und lang und schnell, schnell, lang. Wir zeigen das nochmal aus einer anderen Richtung und erklären schon mal etwas über die Elemente der Figur. Wir haben am Anfang eine geöffnete Promenade. Lang, lang, schnell, schnell, lang und schnell, schnell, lang. Der achte Schritt hier, sein rechtes Bein, geht an der Frau vorbei. Das ist auch schon wie so ein Element aus dem argentinischen Tango. Da gibt es ja auch öfters außenseitliche Schritte. Jetzt kommt eine Kehre. Lang. Da kann der Mann den Fuß ein bisschen überkreuzen. Und die Frau hat einen Vorwärtsschritt und danach eine Drehbewegung. Im argentinischen Tango würde man das als Ocho bezeichnen. Auch die nächste Bewegung würde man als Ocho bezeichnen. Ist im europäischen Tango aber der sogenannte Promenadenlink, weil sie in die andere Richtung dreht. Und jetzt kommt eine Linksdrehung mit besonderem Rhythmus. Ja, die könnte man aus dem Wiener Walzer übernehmen. Da kennt man eine Linksdrehung mit Schritt, Schritt, Kreuz. Und den letzten Teil, den bringen wir nur zum Schließen der Füße. Und eigentlich könnte man das im Rhythmus tanzen, schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Das wäre auch völlig richtig, passt auch zur Musik. Aber spannender ist es, wenn man den Rhythmus hier beschleunigt und den langsamen Schritt durch einen besonders schnellen ersetzt. Und dann tanzen wir schnell, schnell und schnell, schnell und. Kein Stillstand, was ich hier gerade eigentlich falsch mache, denn wir müssen hinten dran irgendwas tanzen. Und das wäre hier der Argentine Close, also ein Vorseitschluss für den Mann, Rückseitschluss für die Frau. Und wie gesagt, Stillstand gibt es da nicht. Deswegen zeigen wir das Ganze mal zusammenhängend. Die eigentliche echte Pause ist erst am Ende vom Argentine Close. Schnell, schnell und schnell, schnell und schnell, schnell, lang. Und jetzt kann ich hier einen kurzen Moment der Ruhe reinbringen. Den verzögere ich sogar tatsächlich noch ein bisschen, um dann im letzten Moment, bevor ich jetzt gleich weiter tanzen will, die Frau aufzudrehen, na, mit einer Bewegung im Rhythmus und Außenfuß lang und schnell, schnell, lang. Jetzt tanzen wir nochmal alles Richtung Kamera. Lang, lang, schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang, lang, schnell, 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 schnell und schnell, schnell und schnell, schnell, lang und lang und schnell, schnell, lang. Das Aufdrehen hat keine extra Zeit in der Musik, das ist nur so ganz kurz, bevor ich den Schritt nachher setze. Das heißt, wenn ich den Argentine Close getanzt habe mit schnell, schnell, lang, dann ist das nächste lang, ist eigentlich der linke Fuß nach vorne. Und da kann ich nicht einfach aus dieser Position heraus nach vorne tanzen, sondern da werde ich erst den Körper drehen und dann den Schritt setzen. Das ist hier die Besonderheit, erst die Drehung, dann der Schrittansatz und deswegen dieses und lang und schnell, schnell, lang. Und das wär's schon mal. Jetzt zeigen wir das Ganze gleich nochmal mit Musik.